Austrian Force sind diejenigen, die jetzt hier sich an der Treppe befinden, allerdings aus der Mitte ist die Haste derjenige, der rotiert. Oh, Slipper geht für den Flash, Engage wird aber sofort gestunt, Teleport wird sogar genutzt, Vertigo kommt da in die Backline, bisher ist noch kein Kill gefallen, Vertigo will sich Bravado nehmen und holt sich auch das First Blood, geht jetzt weiter, guter Flash, aber Vertigo fällt 1:1 straight. Ah, fürs First Blood ist das ein TP, dem man DF dann halt noch dazukommt. Und auch die Viego Ultimate ist halt für den Gap Close und dann eben auch mit den Resets sehr, sehr stark, wenn es später einen leichten Gap. Oh, Gabo auf der Top wird gestunt. Vertigo kommt sofort dazu. Heartbreaker eingesetzt und Gabo ist down. Vertigo nimmt sich seinen zweiten Kill. Ah, ist halt eben doch. Also die Rechnung ist nicht die beste. Ja. Yeah. Oh, Rico auf der Top-Lane, jetzt aber Ariana zu Dime, der Flash raus, aber die Sonic Wave trifft sogar. Wunderschöner Flash-Kick, Ariana down, Rico der zweite Kill. Und damit von Ariana gesehen. Interessant wird es dann später, wie du den Split-Push beantworten möchtest. Riven wird auf der Side auf Light. Oh, da kommt sofort die Ultimate durch. Gabo ziemlich mobil über sein E, hat auch noch Flash, nutzt diesen und wunderschön mit der W gebuffert, aber das sind vier Leute. Ariana am Ende mit dem Last Hit. Es waren ein Flash, zwei Ultimates, die eingesetzt wurden, nur um Gabo zu holen. Besseren Position. Gabo hat noch kein TP, noch wenige Sekunden bis dahin. Destiny wird eingesetzt und du willst zu dem Pick gehen. Auf der Botlane und in dem River wird auf beiden Seiten gefightet. Vertigo flasht auf Rico drauf, der kite da hinten raus, aber ist down. Shutdown für Vertigo, man will weiterfighten. Bravado kommt nochmal raus, aber das war ein wichtiger und guter Catch von Austrian Force. Erst jetzt ist das TP für Gabo wieder parat, der hätte da vielleicht noch einiges verhindern können, aber Vertigo... ...dem AD Carry und einer Riven selten gut für den AD ausgeht. Du hast doch eingeworfen, dass der Braum natürlich sehr gut als Peel-Option funktioniert. Jetzt sehen wir aber erstmal möglicherweise den nächsten Fight. Harpoon alles gedodged, damit nicht in Gefahr. Slipper muss verkauft werden. Das ist aber fein. Das passiert, ein Tod bisher. Oder der Scrying Orb auf Vertigo. Der befindet sich allerdings dabei. Destiny wird eingesetzt. Jetzt hat man die Vision 7000 AP. Man hat die Information darüber, dass sich Riven nicht dabei findet. Und der Teleport wurde bisher noch nicht gespottet. Damit will man also reingehen. 4000 Leben nur noch auf dem Baron. Techo Teko aber nicht weit entfernt. Der hat Flash. Er kann das in der Theorie stehlen. Harpoon wird angegangen. Harpoon ganz knapp. Und mittlerweile holt Slipper Zeit raus. Tank drei Leute weg. Vertigo von der Seite. Kriegt aber keinen guten Flank durch. Wird selbst runtergefokust und fällt. Vertigo down. Und damit zwei Kills für 404. Und sie können dann noch weit hinterher. Harpoon ist auf einer Caitlyn immobil. Ohne Gale Force, ohne Flash. Oh, knappe Geschichte. Gerade so nochmal gedodged. Techo Teko viel zu aggressiv. Die Ace flasht hinterher, damit drei Kills für 404. Und die Lebensbalken. Austin Force möchte das Ganze scheinbar rushen, um dem Fight so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Riku pusht noch die Midlane durch und der Drake, der wird jetzt spawnen. Wir sehen schon Gabo, der da ganz weit vorne steht, den Borg sogar ruft und Harpoon engaged werden soll. Aber ein gutes Co-Kriterium entwickelt hier die Shockwave, die gut sitzt, aber nicht viel Schaden anrichten kann. Damit jetzt 404 in der Vorwärtsbewegung. Ein Kill haben sie bereits bekommen. Der nächste Vertigo soll fallen. Flash nochmal über die Wand, kommt damit auch raus. Aber trotzdem ist es ein guter Trade für 404. Der Drache, der ging... 404 sogar nochmal hier engagen. Sind auf jeden Fall sehr gruppiert in ihr Backport. Rico Tash da todesmutig auf Slipper drauf. Flash engage von Gabo. Zweimal Knockup, die Schockgift nur auf einen getroffen. Trotzdem aber ein guter Engage. Ariana muss sofort raus. Hat kaum eine Chance verdient. Kommt aber Vertigo. Der hat einen guten Flag. Kriegt einen zweimal Knockback durch und der Schaden ist auch gut da. Es ist ein 3:3 Trade bisher. Vertigo fightet weiter und ist der Mann, den sie brauchen. Harpoon immer noch am Kiten. Das sind vier, das sind fünf Kills für Austrian Force. Das Rico getötet. Wie lange kann 404 Multigaming hier das ganze Delay? Das könnte durchaus jetzt schon zu einem sehr wichtigen Fight werden. Wir haben die Haste auf der Toplane. Da kommt jetzt das angesprochene Teleport. Der Drake ist aber bereits weg. In der Flanke ist Vertigo, kann wieder rübergehen und disengage. Slipper übel low und wird auch fallen. Ein Kill abgegeben. Wenn sie da rauskommen, ist es aber trotzdem fein. Harpoon ganz weit vorne. Das ist kein gutes Zeichen. Der ADC muss rausflashen. Und der Engage von Vertigo. Todesmutig. Holt er sich Riku. Und kann vielleicht das Ding damit nochmal turnen. Er wird weggetreten. Runtergefokust. Ist aber irgendwann noch am Leben. Vertigo jetzt gefallen. Durch die Hand von der Akremi. Aber trotzdem holt sich Austin Force den Fight. Und das ist es. Wenn es Vertigo schafft, Riku zu töten. Dann können die Toren bei Austin Force hat. Und damit haben sie auch den Druck beim Baron. Den starten sie sogar sofort. Und könnten hier vielleicht für einen sehr ballsy Play gehen. Der Baron ist nur noch auf 2000 Leben. Der Stilversuch glückt nicht. Techo Teko ist down. Der Jungler fehlt 50 Sekunden. Auch Ariana im Sonias gefangen und down. Zwei Kills für 404. Ah, damit hat man vielleicht jetzt das Game sogar gewonnen. Die Midlane Wave, die pusht Harpoon in die Base. Und das ist der dritte Inhib, der down ist. Austin Force damit mit dem Rücken zur Wand.
kaum noch Chancen, vielleicht einen Engage, aber Gabo ist nicht das Ziel, auf das du eröffnen möchtest. Da kommt das Krokodilium jetzt auf die Backlight vielleicht, aber der Schaden fehlt. Bravado fängt alles ab und Rico krittet dadurch, geht für den Double Kill, hat bereits die wichtigen Ziele, der Triple hinterher. Rico ist ein absolutes Monster und Vertigo kann nicht zu, der geht nochmal raus, heilt sich hoch, aber dieses Game, das ist durch. 404 gewinnt es. In 35 Minuten. Da hat man es nicht geschafft, Rico zu catchen. Er war doch zu glitschig, sagt man so schön im Deutschen. Konnte sich von links nach rechts winden und am Ende noch raussäschen. Starkes Spiel von 404.